Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe einen neuen YouTube-Kanal und werde einen neuen aufstarten. Den alten könnten wir folgen, weil dort komme ich nicht mehr rein, ich habe ein neues Nadel und alles neu müssen installieren. Und darum habe ich gefunden, ich mache überall einen Neuanfang. Ich werde auf diesem Kanal mehrheitlich Wandervideos machen und werde euch mitnehmen. Und zurzeit bin ich gerade auf einem Wanderweg von der Beatushöhle in Richtung Beatenberg. Und werde euch erklären, wie der Wanderweg ist. Also, wie komme ich zu der Beatushöhle? Von Bern her muss man logischerweise Richtung Thun fahren und dort dann umsteigen auf einen Bus Richtung Interlaken und bei der Beatushöhle aussteigen. Was man noch beachten sollte bei diesem Wanderweg, wäre es gut, wenn man super Wanderschuhe hat, so wie ich. Weil der Weg ist recht schmal und auch steil. Ja, aber er ist super. Und ich habe jetzt herausgefunden, dass ich das werde durchführen und euch gerne mitnehmen auf meine Wanderungen, weil ich auch so ein Wanderbüchlein gekauft beim Krebser. Das ist sehr empfehlenswert. Ich habe ganz gute Wanderbüchle vom Oberland oder auch von der ganzen Schweiz und Region. Und ich würde euch gerne mitnehmen bei meinen Wanderungen. Und ihr dürft mich natürlich auch begleiten. Und ja, wenn euch das Video gefällt, dann dürft ihr das auch gerne liken und ein gratis Abo dalassen. Ich werde mich später noch mal melden, wie es so ist. Und vielleicht kann ich auch noch etwas vom Ausblick filmen. Weil gerade im Moment kann ich nicht filmen, es ist echt wirklich viel Wald und man sieht nicht gut über den Unterseen. Also wie gesagt, der Wanderweg ist recht schmal und es hat recht viele so Wurzeln am Boden, wo man muss Acht geben muss. Und er ist auch recht steinig und man muss auch sicher sein beim Wandern und möglichst viel zu trinken mitnehmen. Der Wanderweg ist 1,5 Stunden. Aber hier seht ihr noch etwas, wie der Wanderweg aussieht. Also hier seht ihr schon mal ein bisschen Panorama von den Bergen und natürlich vom Thunersee. Ich bin ganz gerne in den Bergen oder auch sonst im Wandern am Sonntag oder auch in den Ferien, wenn ich frei habe. Viel sieht man noch nicht. Aber ich werde jetzt mal noch ein bisschen weiterlaufen. Und vielleicht gibt es von einem anderen Ort noch ein besseres Panoramabild. Also hier sieht man jetzt definitiv ein bisschen mehr Panorama. Und das Wetter ist wirklich perfekt für zu wandern. Ja, was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch weiterhin viel Spass bei diesem Video und melde mich später nochmal. So, für zwischendurch. Hier ist ein Steg. Und die muss jetzt oder darf ich noch bis dort rauf laufen. Und ich bin schon jetzt rausgepustet, aber der Aussichtspunkt wird sicher maßgebend sein und mega schön. Also Leute, Fazit zu meiner Wanderung. Wenn ihr auf den Beatenberg rauflaufen, dort wo ich bin, also dort wo ich bin durchgelaufen, geht unbedingt noch auf das Niederhorn rauf, irgendetwas essen oder trinken. Die Aussicht dort oben ist top. Und macht es euch, wenn es schön Wetter ist, weil dann seht ihr wirklich mega weit. Wenn ihr einen Swisspass GA habt, kostet es rauf und runter nur 20 Franken. Und wenn ihr einen Halbtag seid, für nur rauf, kostet es 15 Franken. Also recht gut im Preis inbegriffen, finde ich. Wie viel es kostet, wenn man beides nicht hat, habe ich keine Ahnung. Ich habe nur Ahnung von dem, weil ich habe einen Swisspass und ich habe 20 Franken gezahlt und bin mit anderen Leuten im Gondel für auf das Niederhorn. Und die haben mir eben gesagt, ich gehe einen Halbtags und haben nur 15 Franken gezahlt. Man kann auch runterlaufen. Sie am Schalter hat mir gesagt, man brauche 3 Stunden. Von oben, als ich bei oben war, habe ich gesehen, dass man nur 2 Stunden braucht. Ja. Egal.
Und ich habe jetzt den Weg gewählt vom Niederhorn runter. Was war das? Eine Stunde 20, glaube ich. Und er ist ziemlich am Bändchen entlang. Und jetzt ist er nicht mehr so am Bändchen entlang, aber er ist auch mega schmal in der Anger. Und ist auch recht anspruchsvoll, also von den Steinen her, Wurzeln und Treppen. Aber er ist sehr gut begehbar. Also, wenn euch da draußen das jetzt gelustet, den Weg auch zu machen, dann macht ihn unbedingt. Und lasst bitte ein Gratis-Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du oder dir immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video von mir online kommt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Morgen einen guten Wochenstart, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.